So, jetzt aber nochmal. Also, zwei Menschen aus der Community, sowohl Sion als auch Julio, haben sich gewünscht oder vorgeschlagen, dass wir The Happy Hills Homicide spielen. Und das haben wir jetzt auch. Forrest, hello! Schönen guten Abend. Zweimal Spoopy Jems. Wie so ein Stream im Oktober. Krass, oder? Ich bin voll das Klischee. Aber ich bin gerne ein Klischee. Ich habe mir sagen lassen, das Game ist äußerst brutal. Es hat zwar so pixely Happy Funtime Graphics, aber das ist. Ungefähr so brutal wie dieser Song für eure Ohren, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen, eure Viewer Discretion is advised, wie sagt man auf Deutsch, gebt bitte auf euch Acht, wenn ihr mit brutalen Grafik Geschichten nicht gut klarkommt oder mit brutalen Themen in Videospielen, dann ist vielleicht Horror-Game-Abend ohnehin nicht das Perfekte für euch. Und mein Rechner stirbt gerade, what the fuck? This game contains very graphic and violent content, sagt es schon. Ist da mal gerade... Oh, ist ein Game Maker Studio Game. Copper Bowls. Scheint so. Made by Daniel Welblick. Kann ich irgendwie nicht was laut? Warte mal. Erstmal. Sorry, das war laut. Zweitens, kann ich es irgendwie größer oder kleiner machen? Nee, ich habe die Option. Es ist entweder so groß auf meinem Bildschirm oder halt Fullscreen. Und für Fullscreen muss ich gerade noch irgendwas hier einstellen. Also, was heißt einstellen? Jetzt gucken, dass hier alles so eingestellt ist, dass ich nicht nochmal 80 Mal austappen muss. Yay, es geht los! Sion kennt das anscheinend schon, ne? Das heißt, du kannst uns dann warnen, wenn es vielleicht besonders brutal wird. Oder auch nicht. Also mich musst du nicht warnen. Ich bin da, glaube ich, ne? Ich komme damit klar, aber wenn mehrere Leute gesagt haben, Dude, das Ding ist hart, dann glaube ich das einfach mal. Das ist aber kein Controller-Game. Nee, ist es nicht. Okay. Julio, ach guck mal, da werden sie alle wach. Da werden sie alle wach, wenn wir Happy Stab Game spielen. Bruder, slay nicht diesen? Doch. Es ist zu spät. Willkommen zu Happy Clown Stab Adventures. War gerade im PNP und kam rechtzeitig rein. Oh, nice. Guck mal hier, als wäre es geplant. So, wir sind Pennywise ohne Perücke. Wir sind Penny Dumb. Happy Hills, mit Z geschrieben natürlich. Led Zeppelin, ist eine Band. Red Rum, oh mein Gott, viele Anspielungen. Z, Take Leather, wir nehmen die mit, the fuck? Ah, Place Leather, and Climb. Well, das ist schnell eskaliert. Willkommen im Haus der Familie Müller aus Bottrop. Take Kniefe. Könnte Puppet Combo sein? Oh. Wird es auch so laut wie Puppet Combo Games? Ich mach schon mal. Mach schon mal leise noch mal ein bisschen. Vor allem wir sind anscheinend der Mörder. Können wir uns im Kühlschrank verstecken? Dankeschön, Forrest. Wie ist dem? Bei dem würde ich gleich die ganze Stadt wechseln, nicht für die Straßenseite. Hi, Fly. Schönen guten Abend. Ach, guck mal, der ist doch voll.
Der ist doch voll sympathisch. Er hat den Drip von Jason und die Maske von Pennywise. Und die Glatze von Jason. Jason. Freddy wollte ich sagen. Z, Z, Z. Oh, weil Z auch die Taste zum Angreifen ist. Payday per Wish bestellt. Z-Kill. Was, wenn ich nur umarmen will? Gibt's einen Umarmen-Knopf? B, verhacke. H, verhacke. Y. O. Krusty, der Psycho-Clown. Yes! Wir haben Daddy gekillt. Okay, warum nicht A Spark of Joy? Search Gnome? What do you mean Search Gnome? Nehmen wir vielleicht gerade den Chat da so ein bisschen aus dem Weg. Er sei da so ein bisschen mittendrin. Wo ist der Chat? Wo seid ihr? Da ist der Chat. OBS mag gerade nicht so, wie ich will. So. Fange ich mal da oben hin, ne? Ganz kurz. Gut. Search Gnome. Oh, Schlüssel im Gnome versteckt. Mord und Totschlag. Stehen wir drüber. Stehen wir drauf, wollte ich sagen. Kann man da schon irgendwie hoch? Nee. Climb up. Aber das garantiert nicht der... Okay, wir müssen aber... Oh. Die haben alle so glücklich platzierte Klettermöglichkeiten neben Fenstern. Hat die Mucke so laut aufgedreht, dass du die in der Tür vom Badezimmer hörst. Die ist doch eh taub jetzt. Wahrscheinlich. Take on me. Take me on. Kill the wife. Aber das Ding hat Batterien betrieben, oder? Das hat nicht so viel Besitz gemacht. Aber okay, warte, das ist schon. Kein FI im Bad? Wir haben das Ding nicht mal eingesteckt vorher. Aber wir haben auch Schlüssel gefunden. Aber das sah nicht gut aus. Nee, nee. Der stabbt uns böse, wenn wir uns dem nähern wahrscheinlich. Bear Trap. Also das Ziel ist es, Leute abzumurksen. Das Ziel ist es eigentlich, Leute zu umarmen. Wir sind nur echt schlecht da drin. Ah! Wow, wir haben uns gesehen. Ah, das hat nicht passiert, okay. Können wir hier stehen bleiben, ne? Ach komm, nicht so offensichtlich platziert. Ah! Take kill. Wir killen nicht mehr. Du chillst hier? Keine Sorge. Ich gehe den Krankenwagen rufen, okay? Ja? Bleib hier. Hilfe kommt gleich. Hier bleiben. Ja? Nicht. Bleib ruhig, alles wird gut, okay? Du chillst hier, ne?
Brauchst du Wasser oder so? Magst du einen Keks? Ich habe keine. Aber magst du? Welche Art von Keks magst du so? Ich könnte zum Subway gehen und welche. Okay. Ride mower. Mower? Wir stehen bleibt noch. Einfach nur Hackfleisch aus dem gemacht. Rain of Fire! Da muss man ein bisschen lautes geben. So, besser. Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Ich habe im Level 2 halt einen Schlüssel gefunden. Der hat gar nichts gemacht. Break Window. Das ist keine gute Idee wahrscheinlich. Aber wir haben nicht viele Optionen. Na gut. Komm. Aber wir auf den Blitz warten vielleicht. Ja, guck mal, es blitzt. Und dann hinterher ist Donner. Hahaha, ist keinem auch gefallen. Okay, nee, im Level vorne dran schon. In dem Level vorne dran habe ich in dem Gartenzwerg einen Schlüssel gefunden und der hat irgendwie nichts gemacht in dem Level. Glaube ich. Hey, Doggo. Du wachst doch auf, wenn ich... Ja, sag ich doch. Aber der ist sonst nix. Es wird kniffliger, ne? Jetzt, weil ich mich da, weil ich mich ihm nähere. Hä? Das habe ich nicht ganz verstanden, was das Game da von mir will. So wird es klar. Wir warten quasi bis... Okay. Wir warten bis das Licht angeht, bis der Blitz zu sehen ist und dann... Macht der vielleicht auch von dem sobald ich bewege. Aber es muss auch was am Blitz zu tun haben eigentlich. Wenn ich stehen bleibe, passiert nichts, ne? Ja, vielleicht immer nur gehen, wenn's blitzt. Probier das mal. Ja, scheint so. Sie upstairs. Ich warte auch mal, bis es blitzt, bis ich das mache. Okay. Okay. Die möchte ich mich nähern können, ne? Take keys, das gehört. So. Downstairs, erstmal nicht. Hier ist es. Die weltgrößte Packung Streichhölzer. Wer duscht denn bei Gewitter? Ich bin so lebensmüde. Aber jetzt runtergeht, dann ist Doggo wieder angepisst, oder? Ah, ne. Also schon, aber ich muss halt warten bis Donner. Sein totes Grinsen von dem. Von Wannabe Pennywise.
Steak. Steck da Gasolina. Aber wir zünden nicht den Hund an, oder? Scheint nicht so. Das ist gut. Oh, füllen wir jetzt das Benzin in die... Das so funktioniert? Jetzt duscht er mit Gasolin, mit Benzin. Das ist ja... Ja, da wird, glaube ich, ein bisschen mehr passieren. Das wird eine heiße Dusche, ey. So sauber war der Mann noch nie. Die ersten 112 Hautschichten weggebrannt. Keine Haut, keine Hautprobleme. I set fire. And I set fire to the rain. Ah. Take paint. Es gibt so ein ähnliches Game, woran mich das hier gerade erinnert, was so ein also gleiches Spielprinzip, nur nicht Side-Scroller, sondern so ein Top-Down Isometric. Stell dir vor, eine Mischung aus dem hier und Final Fantasy Tactics. Ich habe vergessen, wie das hieß. Das heißt doch irgendwie so Kill-Murder-Puzzle-Game oder sowas. Get the hell out of here! Du erschießt uns wahrscheinlich, wenn wir jetzt am Fenster vorbeigehen, oder? Party hard? Nee, nee. Nee, nee. Du spielst auch wirklich in dem Game, glaube ich, so Semi-Jason und... Ja, okay. Das habe ich mir gedacht. Try again, okay. Oh, wir müssen das Fenster anmalen vielleicht? Also die Farbe dagegen werfen, damit... Quasi Erfolg, es gab eine Leiche. Also jede Killing Spree endet mit einem Toten. Ist das nicht Sinn und Zweck davon? Da ist dann die Kettensäge da hinten ran, aber wie? Ich meine, es gibt literally nichts zum Anfassen hier. Nee, nichts zum Interagieren. Außer der Farbe. Und hier ist der Schluss. Ja, ich habe jetzt nicht so viele Optionen irgendwie, ne? Ja gut, das war jetzt zu erwarten. Alle Mini in die Vögel. Doch mal zuerst vielleicht nach. Ne? Nö. Yeah! Hauptsache Mord und Totschlag. Hauptsache Mord. In die Weichteile. Ist, glaube ich, auch egal, aber ja. In den Bauch geschossen. Ist schon anders wild. Ballsy move, indeed. Go inside. Habe ich irgendwie so einen Duckenknopf oder so, von dem ich nichts weiß? Ne. Da muss aber sehr nah dran stehen dafür. Oh, mein Fenster hat sich schwarz gefärbt plötzlich. Da kann ja nichts näher, also. Die Außenwelt ist jetzt nicht mehr existent. Ja, aber das killt mich ja trotzdem, wenn ich da reingehe, oder? Das killt mich trotzdem wahrscheinlich. Ja, oh. Bottle. Hide. Oh, mein Jesus. Thank you.
Hey. Du hast ein unbegrenztes Hackfleischvorkommen in deinem Brustkorb. So ein Zufall aber auch. Happy Hills weiß. Wir sind der Polizist. HPD. Huge Penis Department. Morning, Brian. This is a messy one. Aber sind wir... Wow, ist der Polizist auch gleichzeitig der Mörder? Ein einschneidendes Erlebnis. Hi, Nell. Schönen guten Abend. Wie geht, wie steht's? Go inside. Ah, wir sind jetzt hier. He took the knife from here. Das ist richtig, das haben wir ja gemacht. The entry point. I am Wrath. Nee, du bist Pennywise. Guck mal, das stimmt gar nicht. Wir haben dem gar nicht das Messer in den Kopf gerammt. Es geht soweit morgen zum Kinderarzt. Kind krank. Oh no, gute Besserung. Dem Stöpsel. I am Wrath. So, XX underscore. Death Killer. Hier sind überall Markierungen. Sick Bastard. 16 Stab Wounds. Nicht mal, dass er 16 Mal abgestochen wurde. Er hat von hinten durch die Couchrücken. Okay, es gibt Couchen oder Sessel in dem Fall, die halt relativ dünn sind, wo das geht, aber boah, ist schon wild. Take photo. Investigator Brian Pawlski. Gordon Baker, cause of death, 16 stab wounds. Criminal records, production distribution of underground pornography, stalking playground. Vielleicht ist es nicht so schlimm, dass er so ein Messer im Kopf bekommen hat. Killer takes murder weapons from victim's house. Sadistic power display. No signs of struggle. Random victim or carefully chosen. Victim was supposed to be found. Political message. Or victim was supposed to be found. Political message written in blood. I am Wrath. Ja, wenn man einfach mal ein Bild aufhängen will und plötzlich der Nachbar den Nagel im Kopf drin hat. Ja, passiert. Was hast du auch deinen Kopf neben der Wand? Oh. Nine Inch Nails ist eine gute Band. Ganz kurz. In diesem Stream für Sie heute Maximum ist auch neu. Also du machst den ganzen, Mark-Wort-Witzen, gibst eine neue Ausmaxe. Das funktioniert nicht. Okay. Man könnte fast behaupten, der Stream heute Abend wird ein bisschen makaber. Happy Hills Cargo. Kommen wir da rein? Door locked. Schätze nein. Da ist irgendwas. Krobber.
Da fallen mir immer bei Macaroni, die fallen mir beim Macaroni-Essen ein. Hm? Denkst du, der Marc, der ist schon lecker, ne? Gut, Tomatensoße drauf. Feuer frei. Brecken. Gohlenseide. Du bist sleep. Turn off alarms. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Kann man nicht immer stabben oder so? Nee. Einfach die 5 Burger hier drin liegen. Nee, 4. Ist okay. Falls es unklar war, in welchem Land wir uns befinden. Burgland. Nailgun. Jede Stunde einen Burger. Amiland halt. Nailgun. Wenn wir daneben schießen, ist es eine Failgun. He clearly was a burglar. Können wir einfach so einen Nagel in den Burger reinlegen? Und wenn er den isst, dann stirbt er an dem Nagel. Das ist ja viel böser. Okay. Kill. Das ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich muss jetzt nichts machen dann. Exitus, schönen guten Abend. Oh, nochmal. Es ist gar kein Gesicht mehr da. Ist nur noch. Oh, es ist Reverse Sonic. Don't drop the soap. Diese Beamten nageln? Weiß nicht, ob der sich das so vorgestellt hat mit dem Nageln. Wenn wir uns jetzt nähern, dann tackelt er uns. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Hi. Fuck off, no maskets here. Ich bin kein Maskottchen. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin das Handykabel, das so einen kleinen Wackler hat und das Handy nicht mehr richtig lädt. Ich bin plötzlich in Uniform. In Football-Trikot. Und das ist sehr glaubwürdig. Wieder 2 Burger. Das könnte ein Burger sein, das hier, ja. Nein, hier sind 2 Burger. Alles gut. Da sind auf jeden Fall 2 Burger. Angry. Angry Pumping. Take Soap. Mörder Soap. Warum ist dieses Klo einfach zugeschissen von oben bis unten? Magst du Seife? Ja, voll mit Blut. Das Klo da? Nee, das war Kacke. Das war braun. Sein zwar ganz altes, ja. Das fällt gar nicht auf, das da. Das fällt überhaupt nicht auf. What the fuck? Jetzt reintreten nochmal. Natürlich. Oh mein Jesus, kill him. Das Teil geht nach hinten los ein bisschen. Das hätte. Just real axe. Okay. Zum Glück nimmt das Game sich vollkommen selbst ernst. The Hill Herald. Noch mehr Burger. Jetzt nach oben. Upstairs. Da ist nichts mehr. Da ist allgemein nichts. Okay.
Gut, dass ich 10 Minuten unserer Zeit verschwendet habe damit. Ich bin der Burgerlieferant. Ich bringe Burger und den Tod. Und bringe Leute um. Downstairs. Das war klar. Warum ist Teil unseres Gesichts heller als der andere Teil des Gesichts? Als wäre das so mit Leuchte. So Farbe, die im Dunkeln leuchtet, gemacht worden. Balmor Spoopy, okay, na gut. Unhide. Das ist ein Wort. Axt. Excuse me, sir, can I ask you a question? Wir müssen hier wahrscheinlich absterben, oder? Wahrscheinlich. Unhaut. Ja, richtig. Gab's noch keinen? Nee. Clip des Monats nochmal am Freitag, glaube ich. Ich habe eben ein bisschen was nachzuholen. Achso, das ist nur. Das ist die Kopie seines Gesichtes da unten. Ich dachte, wir hätten irgendwie sein Gesicht abgeschlagen und das wäre. Number of the Fan. Haunted House. Da fallen wir gar nicht auf hier, das ist gut. Ah. You're late. Go to work, buddy. Chill mal. Oh, verdammter Fake Scream Man. Da sind sie. Horror-Ikonen. Jonathan Stabman. Loud Yell und der Yeti. Muss ich da hoch? Nee. Kann man nicht zurück mehr jetzt, falls da irgendwas war in dem Raum eben. Stop the track. Stop track. Ich dachte, ich müsste um einen gewissen Augenblick warten. Hier ist aber nicht noch mehr, ne. Aber zwei Burgs wieder. Wenn am Ende man gefragt wird, wie viele Burger in dem Game zu finden waren. Why are we stopping? So I can kill you better. Oh, lame, you're not scary. Okay. Okay, upstairs. Screwdriver. Oh, wie ans. Aber das. Aber. Achso. Das ist part of the rides. Oh mein Gott, wir können nicht aus dem langsam sich fortbewegenden Fahrzeug uns entfernen. Oder die Köpfe einziehen. Das Ding ist gerade stehen geblieben. Okay, das ist ziemlich lustig. Murder! Yay! Yeah. Wait, noch leben sie? Well. Tape 10, lights out. Okay. Door locked. Peak window. He already killed Tyler. He will come for us now, for sure. Let's waste this motherfucker. Yeah. Let's waste him, dudes. Wir schießen ihn mit Wasserpistolen ins Gesicht und massieren ihn in den Rücken, bis er tot umfällt. Okay, das ist schon mal ein guter Start. Strom aus. Als die anderen Footballer, richtig. Oh, da rein ist, glaube ich, eine scheiß Idee. Sind wir noch zu hier, okay. Tyler und Chad sind die generischen Footballer-Namen.
Ja, ist so. Climb out. Aber die haben sich doch sicher versteckt jetzt. Where are you? Fuck off. Ja gut, da gehen wir nicht hin. Der schießt uns einfach in die Fresse. Take the lid. Oh, ist da mal ein Schild. Gegen, yep. Hallo, pass auf, Aluminium, Mülleimer, Deckel. Ist das Kokain? Hält jetzt Schusskugeln an. Ja, natürlich. Oh. Gigantische Tampons. Ja, hat nichts gegen den Blutspitzer gebracht. Vielleicht kann man sein Gesicht wieder jetzt... sein Gesicht wieder die Löcher füllen mit Tampons. Proteinpulver? Möglich. Da hoch. Warum hier? Ich hätte ja gesagt... Achso, nee, warte mal. Habe ich nicht eben irgendwas gesehen, wo man noch hochklettern hätten könnte? Nee, never mind. Ich brauche noch irgendwas wahrscheinlich, ne? Eine Knarre nehmen? Ne, kennen wir nicht. Ah, stimmt. Mischadi... Oh wait, das ist ein amerikanisches Haus. Die more! Uff, der ganze Unterleib abgehackt. Happy Hills Vibes. Inspect Evidences Number 3. Welcher ist das? Welcher Mord? Ist das Mord Nummer 2, das da schon? Nee, das ist Mord Nummer 3, das da, glaube ich. Nee, ist der Duschmord, das hier, ne? Ripped Cloth. Must be the killers. Oder? Ist das die Frau im Badezimmer? Nee, das ist set fire to the rain. The boiler reeks of gasoline. The paper walls are no match for my machete. Ja, deswegen sagte ich amerikanisches Haus. I am Retri Button. Er ist der Retri-Knopf. Alles klar. Inspects. Burned alive. Some sort of statement. Take photo. Happy Hills Homicides. Investigator Brian Borowski. Victim name Hank Wallace. Cause of death burned alive. Criminal record drunk driving arson. Ich montags morgens in der Dusche. Blackie, bist du das? Voll exposed. Blackie nackig on stream. No basic murder weapon. Killers creative and sadistic. Enjoys killing. Ripped cloth belongs to janitor suit. No DNA matches. Another message. I am Retri Button. Looks like acts of revenge. Does the killer know the victims? Both victims have criminal records. Killer thinks they deserve it. Vigilante. Death from below. Tod von unten. Ich bin unser Tod von unten rum. Submerge.
Wie lange kann ich Luft anhalten? Hört man gar nicht oder so, ne? Ja. Run, run. Ganz einfach tauchen oder so. Und dann halt, ne? Ich tauche fortbewegend, aber gut. Metal Clown soll. Colonel, I've infiltrated the hobo space. You mean outer hillbilly? Confirm. Okay, die Hitbox von dem Licht ist speziell. Ja. You mean fish, boss? Redneck Gear Solids. Ach komm! Big Bass? Oh, Big Bass ist gut. Nee, ich muss immer warten, bis es weiter unten ist. Der sieht unter das Licht. Der Teil ist echt schwer. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr mutig. Try again. Zum Glück wissen wir ja, wenn man andere Leute umbringt, bekommt man deren extra Leben. Und kann, falls man dann irgendwie selber stirbt, hat man noch so einen extra Versuch, sich zu retten. Und da Clownboy schon einfach halb Seattle gekillt hat. Ach komm, jetzt muss ich aber da. Okay. Nochmal hoch. Nee, absolut nicht. Revolver Ochselax. Oh, meine Fresse. Hm? Der Teil ist ein bisschen ohne dich schwer. Komm hoch nochmal. Yeah! Ach komm! Du Arschgesicht, du dämliches. Ich war mir der Sache so sicher. Okay. Dauersterbesendung, ja. Es ist literally Millennia. I am Hobo. Blades. Of America, and I never know on your feet. F-
fucking Street Revenge. Kill him more. Mehr abstechen, bitte. Das war jetzt kein befriedigender Mord, das da. Das war Hotel California. Hotel California, ey. Leck mich am Arsch. Check-in. Bates Motel. Bates? Wer war denn Bates nochmal? Baby, hello. Dark Desert Highway. Cool wind in my mask. The warm smell of your blood. Soaking up my ass. Hello, Pips. Na, du? So fucking The Ring am Start oder was? Wenn wir jetzt zugucken, dann kommt irgendwann Ringu da raus. Ist nur 7 Tage warten. Egal, stellt euch einen mittelmäßigen Troll vor. Ich weiß schon genau, warum ich es ausgeschaltet habe, Bibi. Ich kenne euch doch. 13, da ist aber Licht an. Was ist denn da? 14? Codehanger. Scheiße Aufhänger. Got it. No room service, thank you. Okay, ich kann nicht reingehen, weil die. Wait until she's asleep. Guck doch immer noch Fernsehen. Ne? So now we have to kill time. Ach komm. Und irgendwer schlafen bei dem Rand, bei den Randalen, ey. Check mal die Wetter-App. Sie haben für heute Abend Mordswetter gemeldet. Was lief da gerade im Fernsehen? Rick and Morty? Was ist jetzt mit dem Codehanger? Was machst du jetzt mit dem Kleider? Ach, oh. Okay. Medium rare. Dinner. Okay. Go inside. Okay. Und Dach. We are closed. Get out. Go inside. Oh. Ja, ja. Mörder-Trolli! Ah! Ah, was denn? Will macht mich fertig. Nicht nur dich, Landet. Hat sie kommen sehen? Mach das mal. Schaut. Mach das nochmal. Schaut sie dich nicht mehr an. Ich glaube, die. Also, ich hätte auch schwer, so jemanden zweimal zu killen. Sei ein Vampir? Ah! Was? Was? Battle Clowns oder zwei Clowns of Liberty? Uff.
Is this the final countdown? Weiß nicht genau. Okay, er flippt immer, dann guckt er nach hinten. Wird nicht in der Küche geraucht? Aber wie killen wir ihn jetzt? Überfahren wir ihn mit dem Trolley? Denk dich auf. Ach komm! Das wäre so eine Runde Red Light, Green Light spielen, ist auch speziell. Die Herdplatte wahrscheinlich. Nee, das Ding kommt nicht näher. Alles gut. Du hast keine Hallos oder so. Vielleicht der Dübel in deinem Mund Däumchen zu stark. Das ist nämlich ein rote Augen. Kill. Wie? Wie? Ah, okay. Yeah, ich glaube, halten ist effektiver, aber ist egal. Wie entspannt der guckt dabei. Ist jetzt eh egal. Das ist jetzt. Also, das kannst du auch sparen, das da. Ich glaube. Hey, Fever. Oh, nehmen wir die mit. Oh. Nee, tun wir nicht. Confirmed. Wir nehmen die nicht mit. Damn Raccoons, get lost. Take Rick. God damn Raccoons. Mm. Können wir die Rick da rein? Ah. Da muss echt vorsichtig sein mit den, Ist da noch eine versteckt im Heu? Ne, ist er nicht, okay. Hey, 2000. Ist nicht einer von Outcast, der so heißt? Stab Machine. War da ein Panda als Vogelscheuche? War da ein Panda als Vogelscheuche? Start Bailmaker. Wo ist ein Panda? Andre 2000, ist doch quasi das gleiche. Eins. Also da wahrscheinlich. Schubs. Step. Du wirst da rein, hiefst. Okay. Aber der Hut ist noch ganz, das ist die Hauptsache. Midnight Stalker. Wie viele Tapes hat denn das Game, ey? Oh, 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 oh. Z, 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 z. Wen spielen wir jetzt von den beiden? Wie unauffällig. Ach, De Niro, schlaf gut. Follow her, don't lose her. Das ist gar nicht auffällig, wenn so Clown-Mensch einfach hinter ihr herläuft. Eine gute Frau, alles gut, kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin nur hier, um sie abzustechen. Uff. Bin... unsichtbar. Nicht im Licht der Laterne, gleich unsichtbar. Okay, da muss man rein, ne?
Unhaut. Ja. Solid Snake ist ein Scheiß gegen uns, ey. Wie? Wie blind bist du? Ja. Auf sie hat Pfefferspray oder so dabei. Oder Knarre am besten. Jetzt kommt der Polizist und er schießt uns von hinten. Pass auf! Freze! Oh mein Lord. Got you now, you bastard. Stay out of my way, detective. You're under arrest. I will only warn you once. I am death. No, you are dead gleich. Oh, darn him. Okay, das war ein cooler Move. Respekt. Destroyer. Er ist Oppenheimer. Er hat seine Identität preisgegeben. Hate Death. Ich glaube, er mag Death. He's getting more aggressive. Oder hat er einfach, was nicht, so viel Lorna Shore gehört. Just Ice. Morning, Brian. Hope your stomach can handle this. Und sehr viele Raben ist da. Alle kennen Oppenheimer, niemand, die he likes to kill creatively, sadistic. Was doch kulturelles schwarzes Loch, ey, hier. Nothing can stop what they deserve. Death is their gift. Some sort of warpath. Brian Pawlowski. Victim name, Bill McSawyer. Cause of death, Bailmaker. Criminal record, none. Victim has no criminal records. Killer got a... is not a vigilante. Sorry. Why did the victim have to die? What is the connection between the victims? Why does he want revenge? A pale grim. He could return... for the girl, Madison Carpenter. She will get protection. Carpenter Brot? Madison Carpenter Brot? No, lose and. Oh, sorry, jetzt killen wir. Nee, wir killen sie. Okay. Wo nimmt er das sadistisch her? Also bei den vorangegangenen Morden aber schon so ein bisschen gesehen. Oder allgemein merkt man, dass der halt nicht einfach nur Knarre und Schuss in den Kopf, sondern halt ein bisschen kreativ wird dabei. Ich glaube, das meine ich damit. Die Elm Street. Hier wohnt Elmore aus der Sesamstraße, ne? Der ist auch sehr mörderisch. Get in the car. Got the donuts, Dave. Ah! Hold. Hold. Ich halte Z. Immer noch. Dafür, dass du quasi ein vermeintliches Mordopfer von einem Killer bewachst, bist du nicht so aufmerksam irgendwie. Inside.
Aber lass mich raten, der Detective ist auch hier drin. Upstairs. Wir werden doch unvorsichtig, ne? Yes, der... Oh. Einfach gedodged. Jahre des Dark Souls Spielens, Tante. So eine Ausweichrolle machen müssen. Throwbacks. No, I fucked it up. Es war nicht klar, dass ich das tun soll. Wirf den Baseballschläger. Oh Gott, arme Frau, ey. Oh mein Jesus. I'm sorry, Madison. You were the only kind one. Why did you have to run? Warum bringst du denn um? Like, was ist denn seine Motivation jetzt? What's up, Doc? Tape 17. St. Hill Hospital. Weisen wir uns jetzt selbst ein, bitte. Wanted. Remove poster. Ah, the therapy clown. Welcome. Das bin ich, der Therapie Clown. Genau der bin ich. Yes, hi. Find the Hawkins floor first. Hawkins? Stranger Things? Door locked. No inside. What the? Ich bin der bessere Clown von uns beiden. Okay. Kill Dr. Hawkins. Ah. Read clipboard. Surgery. Surgery. Wir müssen in den Operationssaal wahrscheinlich. Door locked, alles klar. Upstairs? Ja, der Polizist ist wahrscheinlich eher so ein Problem, ne? Wenn er uns sieht. So Gary. Inside. Door locked. Oh, hier irgendwas ist, was wir brauchen. Medical Supplies. Surgeons only. Okay, was haben wir hier? Noch ein Wanted Poster. Vielleicht kriegen wir irgendwas, wenn wir alle Wanted Poster entfernen. Anders als Dr. Hawkins. Oh, das ist er. Das ist er. Toi, toi. Yep. Ein perfektes Versteck und eine perfekte Verkleidung. Niemand könnte uns so entdecken. Okay, hier ist nix. Dr. Snorlax. Kann man auch nicht da unten, ne, okay. Aber jetzt kommen wir hier vorbei wahrscheinlich, ne? Hey Larry, new haircuts? Yep. It is me, Larry. What the fuck is this? Defibrillator. Oh, werden wir Dr. Hawkins defibrillieren? Aus dem Leben defibrillieren? What now? Oh, hier wahrscheinlich rein, ne? Surgery, ne? Pull the plug. Hide. Die arme Frau, ey, nur weil du wieder hier Leute umbringen musst, bist du wieder Leute am Umbringen. Das gibt's doch nicht. Kill. Ich glaube, so viel Saft ist da auch nicht drin. Also.
Man könnte damit einen killen, aber wahrscheinlich nicht so. Mad Jags Bar. Metal Monday. Metal. Oh, ist es hier der Anfang von Terminator nachgebaut? Und vorher overclocked. Oh ja, das kann sein. Einfach so eine Autobatterie dran geschnallt. Power off. Bessere CPU des vom Defibrillator, yes. Was ist hier? Oh. Es ist sehr dunkel. Looking for me, asshole. Get him, boys. Oh, wir haben uns gegenseitig gestabbt. Also zum ersten Mal Gegenwehr. Get him, boys. Vielleicht nehmen wir doch die. Oh, nehmen das Ding da. Aber wir stabben uns gegenseitig. Vielleicht früher drücken. You died. Ja, es ist Dark Souls all over again. Ja, haben echt nicht viel. Okay. Zwei. Ah, da muss aber echt sehr genau sein, ey, mit den Waffen. Sorry. Oh, fuck. War nicht lustig. Ja, dann, Boys. Komm! Ist sogar sehr gut, na gut. Ich war lustig, Chat, ich war lustig. Eine gute Reichweite, das sage ich. Okay. Besser auch. Ich will Leute wieder abstechen, ey. Ah, fuck. Die Leute da kommen. Get them, boys. Yeah, come and get me. More fucker. Ja, ich hab's besser nicht aufgehoben. Literally das Dark Souls der Horror Games. Oh, ne. Aber schön, wie glücklich er ausschaut. Ne? Schon, guck schon ein bisschen happy. Er darf morden, das ist halt sein Ding. If you're happy and you know what. Break his face. Come on. Hatte stets Freude am Job. Ja. War stets bemüht. Und der... What the fuck? Okay. Der Burger-Flip-Typ eben aus der Küche, den wir gekillt haben, der jetzt in seinem Resümee stehen, war stets verbrüht. Du hast mit den Waffen ungefähr so viele Chancen, wie du wirklich hast gegen 120 Leute mit. Mit Waffen, mit Messern.
Okay, soweit so gut. Ja. Ja, yeah, we did it. Jetzt drei noch wahrscheinlich. Okay, noch zwei. Useless Idiots. Das ist ein Crossbow. Take the Crossbow. Die hatten einen Crossbow dabei und haben mich aber nicht abgeschossen. Ja, selber schultern. Back off, it wasn't me. Okay. Yes! Das sind 7000 Schuss in der Waffe, ey. Aber wir... Ich mag die Geräuschkulisse nicht. Andrea, hello. Im Winter killt man wieder sehr konzentrierte NPCs. Ja! Vibio Games, Mord und Totschlag, kennst du es doch. Happy Wears. Wie lange stehen wir schon da? Ich hätte mal so einen Vorschlag, Hammer. Ich glaube, wir killen wirklich noch random, kann das sein. It's a trap! Flashbang out! Nope. Fiep! Ah, wir sind auch weg. He's gone! Spread out! Find a way out. Happy Wears, come in and find out. Nee, das ist nicht gut. Bonk. Aber es könnte so gehen. Blinded by the lights, wrapped up like a douche, another rumor in the night. Kaum lasse ich bonken mit dem Vorschlaghammer. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht gehen wir auch einfach. Nichts passiert hier. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Man merkt jetzt auch nichts davon, ne? Nö, ach Quatsch. Donk. In die Fresse, ey. Chicken. Go inside. Quick. You wanna get bombed? Bonk. Okay, unser Kill-Counter ist, Hey Kids, I'm Larry. Unser Kill-Counter ist langsam nicht mehr zu tragen. Ich kenne das echt viele. Oh, das sind viele. Oh, das sind viele. Ja. Yeah. Die haben beim SWAT-Training echt nicht aufgepasst, die da. Die haben echt nicht. Also, ne, Jungs, sorry. Ihr habt den Tod verdient. Wenn er nicht gegen einen Killer-Clown ankommt. Ist so. Oh. Ist ja keiner mehr? War das nicht mehr eben? Oh, doch, hi. You wanna get bonked? Die Azubis. Oh, ich kann den gar nicht. Oh, ich kann den nur aus dem Versteck rauskillen. Bonkies. Sie sehen so hungrig aus. Bon Appetit.
know I have become death, bonker of heads. Okay. So done with this bullshit. Ja, du bist echt done mit deinem Bullshit. Sehr done. Jetzt. Wir haben ihn von hinten das Gesicht eingeschlagen. Respekt, ey. Das da geht nicht gut aus. Take hostage. Shoot him. Lass mich raten, der hat nicht sehr viel AP. Mein Schutzschild. Ghosts! Mein Lieblingshorrorfilm. Go downstairs? Okay, wir gehen downstairs anscheinend. Polizeiauto? SWAT? Drive off. Fuck you! Ja. Don't worry, you're safe here. Ich glaube nicht, ich glaube, er war nicht safe. Ich glaube, ich habe da schlechte Nachrichten bei euch. Happy Hills weiß. Müssen wir noch mehr Evidence suchen? Ich glaube, wir wissen, was vor sich geht. Dang it, poor Marden. Morning, Brian. Poor girl fell to her death. Natürlich. She fell down and she can't get up. Wir kommen in der Küche raus? I am sorry. I'm sorry. Remorse. Was it an accident? I'm sorry. Ja. Exakt das. A knife with her fingerprints. Fingerprints? I barely know him. Class group photo of Madison West Pine High. Wait a minute, these are most of the victims. Ooh, that school burned down a year ago. This all connects. Oh, entweder war er Teil von so einer Highschool-Klasse und wurde gebullied und wehrt sich jetzt. Oder die Schule ist abgebrannt und irgendwer hat sich halt abgebrannt. Und, ne? All victims went to West Pine High or had a job there. The school burned down a year ago due to unknown reasons. Am 30. Juni 1982, everyone made it out alive but one. The janitor, John Wade. Wait a second. His body was never found. Could the killer be John Wade out on revenge? Does he blame the victims for his death? He did seem to like medicine. Medicine? Medicine. Nicht medicine, wie Medizin, sondern medicine. Why did he hate all the others? The school does still exist, untouched for a year. I'm going to check it out. Badam, badam, badam. Oh, wir sind Wade ohne Maske. Vielleicht. Death doesn't wait for you. Oof. Go inside. Time up. Das ist der Abend, an dem alles passiert ist. Scheint so. Did you leave the disgusting gift again, John? Schien so. Yeah, it's so gross. Stay out of the teacher's lounge, you freak. Ja, das sagt man zu normalen Leuten, zu anderen normalen Leuten, solche Sachen.
Go clean the toilets, you idiots. Hey, weirdo, clean this shit up. Morning, Mr. Wade. Love your gift, thank you. Ich mag tote Ratten als Geschenk. Leave that girl alone, you asshole. Ist aber schon ein bisschen weird, ne? We will be together someday. Nee, ach komm. Don't worry, my love. Nee, ach. Mach's nicht noch weirder, alles schon ist. Oh, it burns. Kohle brennt. Es ging schnell. Dude, you're getting the whole place on fire. Shit, man, just wanted to mess him up. Do you help the freak? Who cares, bro? Let's get out of here. Someone help me! Help me! Help me! Okay, die haben ihn halt wirklich einfach angezündet. Meet your maker. Oh, da ist der Fernseher. Da ist der Fernseher. Set the traps. Place traps. Schnell, überall 5000 Bärenfallen verteilt. Und dann... Finde ich dieselbe Story wie Freddy Krueger. Prinzipiell... Krueger war halt wirklich anscheinend ein Arschloch. Also je nachdem, welchen Film du glaubst, hat der wirklich Scheiße getrieben, als er noch am Leben war. 5 minutes earlier. Oh. Shoot the lock. Okay. Das ist nämlich ein Extrem, aber na gut. Hätte auch so ein SWAT-Team mitnehmen können. Aber weißt du, warte, never mind. Wir haben gemerkt, was das SWAT-Team kann. Mach's am besten alleine. Kann ich die Evade? Oh. Einfach Dark Souls-Rolle vorbeigemacht. Das ist cute. This must be where he's living. Mit Videotapes of his killings? Sick bastard. Ja, irgendwie 82 Stück. Looks like he went through that vent. He went through the vent. I'm coming for you, detective. Oh. Nope. No, you're not. Na, no, tust du nicht, Brudi. Tust du gar nicht. Du saß eine scheiß Idee. Nein. Neben der Tür, oder? Da kannst du von da kommen eigentlich, ne? Na, ich weiß nicht. Oh, oder von da. Oh no, er kam durch die Tür durch. Ab hier stehen einfach. Na komm schon, trau dich. Ich habe buchstäblich den perfekten Plan gegen dich. Campen. Hältst aber auch was aus, Kollege. Oh, du warst schnell. Fuck, never mind. Der wird irgendwann sauschnell. Na gut. Strategie war gut, ich darf halt nicht pennen. Never sleep on the job. Okay, eins. Eins ist easy. Hör ich den? Ich hör den, okay.
Der ist aber fast gegen Ende, ey. Michael Fassbender hier. Wer war das nochmal? Ich kenne den Namen nur. Ich habe vergessen, wer das ist. Fast Boy. Fast and Furious, hier ist. Ja, jetzt wird's schnell. Komm! Tokyo Drift Song Titel hier einfügen. Well, did your investigation slick? I'm sorry to tell you this, Mr. Pawlowski, but the body is gone. What do you mean, the body is gone? The body is what now? Er ist wirklich einfach Jason. The Happy Hills Homicide. Happy Clown Step Adventure. Was bin das, ein Schauspieler? Ah, okay. Okay, okay. We did it! Thank you for playing. The end. Oh mein Jesus. Er lebt noch. Get ready for Happy Hills Homicide 2. The Killening. Was ein wildes Game, ey. Was ein absolut wahnsinniges und wildes Game. Aber es war cute. Ich fand es cute. Ich fand es sehr sympathisch. Es war literally nur Lauf von links nach rechts und Schieß oder Stab oder Electrocute oder sonst was. Andere Menschen. Aber hey. Kleine Idee, nicht zu lang, nette Geschichte erzählt, nette Hommage an oldschoolige Horrorfilme. Es ist wirklich interessant, dass die Idee und die Story wirklich stark an Freddy Krueger angelegt war, aber er als einziger so nicht in den Easter Eggs irgendwie vorkam. Ah doch, wir hatten die Elm Street. Never mind. Wir hatten die Elm Street. Wir hatten eine Scream-Maske. Wir hatten eine Freddy und eine Jason-Maske. Wir hatten, glaube ich, eine Ring-Anspielung. The Ring. Was jetzt kein typischer Slasher ist, aber trotzdem. Und sonst noch was? Ich überlege gerade. Aber es gibt auch nicht so viele mehr wirklich bekannte Slasher-Filme. Scream, genau. Texas Chainsaw Massacre. Hat noch gefehlt. Vielleicht war da auch eine Anspielung, die ich übersehen habe. Aber die Maske war auf jeden Fall Michael Myers und nicht Leatherface. Die eine, die wir gesehen haben. Ja, aber gut. Ganz nice. Ganz nice. Cutes kleines Game.